Hans-Georg Maaßen, der will es weiter wissen. Der frühere Chef des Verfassungsschutzes gab bekannt, eine konservative Partei gründen zu wollen. Die Basis soll die CDU-nahe Werteunion bilden. Das kündigte er bei uns in Welt-TV an. Ja, und der 61-Jährige machte dabei auch klar, dass er wirklich mit allen sprechen möchte. Also von rechts bis links, von AfD. Auch mit Sarah Wagenknecht möchte man Gespräche führen. Es geht dann schließlich um die konkreten Lösungen. Bisher gibt es aber noch keine Reaktionen auf die Äußerungen von Herrn Maaßen hier bei uns. Insofern könnte das ein spannendes Jahr noch werden politisch. Denn auch bei den drei anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen im September könnte die Werteunion bereits antreten. Hans-Georg Maaßen will raus, raus aus der CDU, rauf auf den Wahlzettel. Der ehemalige Verfassungsschützer plant, die Werteunion zu einer eigenen Partei zu machen. Und damit schon bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September und vielleicht sogar bei den Europawahlen im Juni zu kandidieren. Vorausgesetzt, eine Mehrheit der Mitglieder der Werteunion stimmt für die Parteigründung. Beim Fernsehsender Welt äußert sich Maaßen erstmals exklusiv zu seinen Plänen, attackiert Unionschef Friedrich Merz. Was ich bedauere, ist, dass die CDU unter Friedrich Merz die Probleme nicht anspricht, die wir haben. Die Migrationsprobleme, die Probleme, die wir im Bereich der Energiepolitik haben, sie werden aus unserer Sicht kleingeredet. Auch der Bruch mit der Merkel-Ära, für die Vereinsmitglieder nicht konsequent genug. Die Mitglieder der Werteunion sagten sich gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der jüngsten Äußerung von Linnemann, Merkel habe eigentlich alles richtig gemacht und sie solle auch noch in den Wahlkampf eingebunden werden. Genug ist genug und jetzt gehen wir unseren eigenen Weg. Wirtschaftsliberal und strenge Migrationspolitik. Das hat Potenzial, glaubt Maaßen, und soll die weltanschauliche Lücke zwischen CDU und AfD schließen. Wir reden mit allen. Wir reden mit allen, von links bis rechts. Ob wir uns mal verständigen werden, ist eine ganz andere Frage. Wir als Werteunion sehen uns nicht als rechts. Wir sehen uns als wertegebunden mit einem christlichen Fundament. Ob die Maaßen-Partei es schafft, der AfD und der CDU-CSU wählerstreitig zu machen, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt ist klar, der Plan der Werteunion hat Potenzial. Er kann durchaus großen Erfolg mit diesem Plan haben, weil er, und das ist im letzten halben Jahr im Verborgenen ein bisschen geblieben, er hat ja schon mit der Werteunion auf den jeweiligen Landesebenen Organisationen. Also die Werteunion hat in 16 Bundesländern Organisationen. Insofern ist sie ja auch für einen potenziellen Wahlkampf schon sehr gut aufgestellt. Jetzt läuft der Countdown zur Parteigründung. Am 20. Januar müssen sich die Mitglieder entscheiden. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.